Hallo und herzlich willkommen im 3D-Druckclub. Schön, dass ihr wieder reinschaut. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man die richtige Drucktemperatur eines Filaments ermitteln kann. Für den Fall, dass ihr das Video noch nicht kennen solltet, habe ich es euch in der Infobox verlinkt. Heute möchte ich über dieses kleine Schiffchen hier sprechen und wie es uns helfen kann, bessere Druckergebnisse zu erzielen. Das seht ihr nach dem Intro. Also, bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe diese Rolle PLA-Filament von einem Freund bekommen, mit der Bitte zu schauen, wie man es am besten drucken kann, da er damit keine schönen Druckergebnisse hatte. Ich habe mit seinen Einstellungen einen Testdruck gemacht, um zu sehen, wie sich das Filament unter unterschiedlichen Anforderungen schlägt. Dieses kleine 3D-Benchy soll uns helfen, die Druckeinstellungen zu verbessern. Zunächst schauen wir uns den Druckvorgang in einer kleinen Timelapse an. Viel Spaß! Viele Faktoren beeinflussen die Druckqualität, wie zum Beispiel die Layerhöhe, die Retraktion, die Drucktemperatur, die Druckgeschwindigkeit, die Filamentkühlung und vieles mehr. So übel sieht der Druck auf den ersten Blick gar nicht aus. Das 3D-Benchy zeigt uns an verschiedenen Stellen, was wir besser machen können. Schauen wir uns das Benchy mal genauer an. Die Oberfläche ist etwas grisig, was darauf hindeutet, dass die Temperatur während dem Druck doch etwas zu hoch war. Wenn Ecken und Kanten wie hier schlampig gedruckt aussehen, das heißt, sie kräuseln sich oder wirken wie herausgequollen, dann ist das auch oft so, dass die Drucktemperatur zu hoch ist oder die Extrusionsrate ist zu hoch eingestellt. Dadurch erhalten wir eine Überextrusion. Es wird zu viel Filament aus der Düse gepresst. Wenn sich an der Seite so kleine Kleckse bilden, dann sollte man die Retraktion erhöhen. Sammeln sich diese Kleckse übereinander, so spricht man von einer Z-Narbe, dann sollte man die Startposition der einzelnen Schichten zufällig verteilen lassen. Am Bug zeigen sich schlecht verbundene Schichten, weil entweder die Druckgeschwindigkeit zu hoch oder die Filamentkühlung zu niedrig war. Überhänge sollte man langsam und mit niedriger Schichthöhe drucken. Bilden sich in den Fenstern oder den Türen der Kabine Fäden, dann sollte man die Retraktion erhöhen und eventuell die Drucktemperatur etwas verringern. Damit die Deckschicht auch wirklich gut geschlossen ist, muss man schauen, dass die Extrusionsbreite richtig gewählt ist. Damit ist nicht gemeint, dass das Filament breiter gedruckt wird, der Strang dicker wird, sondern der Abstand zwischen den einzelnen Fäden. Hat man wie hier eine Unterextrusion und eine Überextrusion im gleichen Druck, dann steigt in mir der Verdacht auf, dass das Filament Schwankungen im Durchmesser haben könnte. Also, was habe ich in dem Fall gemacht? Ich habe das Filament an verschiedenen Stellen gemessen und siehe da, der Durchmesser variiert ganz schön. Da ist es natürlich dann schwer, einen guten Druck hinzubekommen. So, das ist jetzt das vierte Bändchen, das ich gedruckt habe. Nachdem ich Druckgeschwindigkeit, Drucktemperatur, Retraktion angepasst habe, eigentlich ein ganz annehmbares Ergebnis. Die Deckschichten sind gut gefüllt. Der Bug hat noch kleine Ungenauigkeiten. Aber das will ich mal verzeihen, denn bei den enormen Schwankungen im Durchmesser ist es bei diesem Filament, glaube ich, nicht viel besser hinzubekommen. Wie ihr sehen konntet, kommt es beim Druck sehr auf die Drucktemperatur und die Druckgeschwindigkeit an. Also im Zweifelsfall lieber etwas mit der Drucktemperatur runtergehen und langsamer drucken. Ja, und das soll es schon wieder gewesen sein für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, mit denen ihr eure Druckergebnisse verbessern könnt.
Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.